Hier schauen wir uns an, wie aus einer 9-Volt-Batterie ein Funke entstehen kann. Dazu wird eine Spule verwendet und der Eisenkern. Wenn man die Batterie anhält, sieht man einen leichten Funken. Der Eisenkern wird geschlossen. Der merkwürdige Effekt entsteht, dass dieses Eisen, dieser Ring, zu kleben scheint. Diesen Effekt schauen wir uns in einem späteren Experiment an. Erstmal können wir das lösen, überraschenderweise, indem wir eine kleine Spannung wieder anlegen. Aber zurück zu dem Funken. Da sah man den Funken jetzt besser bei Dunkelheit. Der Funken entsteht nicht dann, wenn der Strom fließt, sondern wenn das Kabel abgezogen wird von dem Pol. Die Stichworte dazu sind Induktion oder Induktionsgesetz und wir beschreiben das im 16. Kapitel und im Kapitel 16a der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus.